Okay, das sieht nach einem richtig guten Spot aus. Hier an der Achtuba, ganz in der Nähe von der Fabrik, sollen übelst die Wildkarpfen gehen. Und da spreche ich es aus und da bimmelt es das erste Mal. Ich habe gerade eben die Ruten ausgeschmissen, dreimal erst. Dreimal ist also auch erst Futtermische drin. Es ist noch nicht wirklich viel passiert. Ihr seht, da hinten ist die Fabrik. Wir sind ganz in der Nähe hier von der Fabrik. Und hier soll es lüppen. Und ich bin übelst gespannt. Ich war heute Nachmittag schon ein bisschen unterwegs hier an der Achtuba und habe da ein bisschen probiert. Und genau die Lümmels, die hatte ich auch mehrfach heute dran. Auch mit mehr als 10 Kilo mehr auf Rippen als jetzt hier die 4 Kilo gerade mal. Ja, Marmorkarpfen haben ganz gut funktioniert. Die Stelle muss ich auf jeden Fall nochmal testen. Die war hier, genau hier in dem Bereich. Auch so, was habe ich ungefähr auf 20 Meter habe ich rausgeschmissen. Und hier an der Stelle teste ich jetzt auch nochmal. Ich glaube, ich muss nochmal ein bisschen weiter werfen. So, dass ich hier auch auf 17 Meter komme. Und ich bin übelst gespannt, was hier geht. Wildkarpfen sollen hier gehen. Was denn wirklich geht, ist ja auch immer eine andere Sache. Zumal, wenn man da wieder ein bisschen dran rumtüddelt an dem, was so gesagt wurde und sich seine eigenen Mischen oder seine Köder erstmal testet und so weiter. Ich bin gespannt, ich teste den Spot. Void in Ashes hatte den Spot gepostet im Discord mit einer etwas anderen Mische und auch andere Köder und einen Wahnsinns-Cacher. Komplett schön voll mit Wildkarpfen. Wenn du Bock hast, einfach mal schauen. Unterm Video hier ist ja der Link zum Discord und da natürlich im Bereich Achtuba findest du dann auch den Beitrag von ihm. Wie gesagt, ich teste jetzt einfach mal, was geht. Das hier war jetzt ungefähr die Kombination, die ich auch schon verwendet habe. Wie gesagt, heute Nachmittag unten in der Nähe vom 8-Meter-Loch. Also ich stehe hier mit einem 1-0er-Haken beziehungsweise, nee, vorhin war ich mit dem 1er-Haken unterwegs und war dann später nochmal auf Quappe, Sterlet und Co. in der Störkurve, auch mit 17 Meter, war auch richtig, richtig gut. Einige Sterlets auch mit reingegangen und so, das dann mit Sterlet-Mische. Ging super, ging wirklich gut, also hier unten auf 100... 57, 75, irgendwie sowas. Ich glaube, irgendwas um die 50 ist es. Also hier auch 17 Meter. Hier um die 20 Meter war richtig gut. Und hier hoffe ich, dass es auch richtig gut ist. Was ich zumindest sagen kann, es hat sich übelst gelohnt. Kohletechnisch war es richtig angenehm. Ja, und wenn das jetzt hier an der Stelle so läuft, bin ich ganz zufrieden. Void in Ashes, wie gesagt, wir hatten heute Nachmittag auch ein bisschen geschrieben und er meinte so, ja, der Krill ist es wahrscheinlich, der es hier ausmacht. Deswegen bin ich auch komplett eben von der Mische nochmal ein bisschen mehr auf Krill hier eingegangen. Ich hatte Tintenfisch ja mit drin, auch in der Futtermische. Können wir mal eben kurz reingehen hier ins PVA oder eben in die Bällchen. Ich meine, bei 17 Meter Entfernung kann man das ja auch in Bällchenform reinschmeißen. Oder Futterrakete natürlich. Also, das ist die Mische. Leinsamenbasis, roter Krill, beziehungsweise ja, Krill als Soße. Und dann die verschiedenen Feeds. Heißt also Tintenfisch, Krill und Lehm, dass das Ganze noch ein bisschen länger hält. 27 Stunden Dauer. Das Ganze ist ja jetzt hier die Grundmontage. Und da bimmelt es los, sehr schön. Das heißt, wir haben hier klassische Haarmontage mit sinkenden Pellets und Boilies in Kombination. Also einmal Pellets, Tintenfisch und Kräuter und Süßwassergrill 18. Das dann eben als Boilie. Und die Kombination dann, wie gesagt, das verbindet sich jetzt schön auf dem Grund mit dem Lehm und der Futtermische. Das ist jetzt also nicht so aufstäubend und fliegt hier schön weg. Gerade auch bei der ganzen Strömung bleibt das dann ein bisschen länger am Spot. Ja, trotz allem werde ich hoffentlich nicht zu viel, also nicht überfüttern. Drei,
4 Mischen sind jetzt drin. Das heißt, ich werde jetzt erstmal noch 2-mal auswerfen. Dann kommt erstmal die Nachtphase. Da mache ich erstmal eine Pause. Und dann wieder so gegen 4 Uhr morgens geht es dann wieder los. Zack, da haben wir den nächsten Kandidaten. Gucken wir mal, ob jetzt auch hier die Wildkarpfen kommen. Aber, irgendwas ganz Kleines noch. Oha. Ein ganz, ganz Lüder. 2 Kilo. Noch nicht mal. Puh, schmeiß ich direkt wieder rein. So, aber ein bisschen was geht ja noch. Und dafür, dass das Ganze hier noch nicht mal richtig angefüttert ist, bin ich zumindest zufrieden, dass die Zielfische schon da sind. Vielleicht muss ich auch ein bisschen weiter runter. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Ich werde gleich noch mal ein bisschen weiter vorgehen vielleicht. Gucken wir mal, wo dann als erstes die ersten dicken Brocken dann auch reingehen. Na, guck mal, und da wird wieder gezuppelt und auch richtig gezogen. Ha? Jetzt erstmal schnell was essen. Ich habe gerade noch mal geschaufelt. Langsam mal die Bremse hochmachen. Oha, der hat Bock. Alter, und das an der Stelle, da kommen sofort Erinnerungen hoch. 1875 im tiefsten Winter hier gestanden. Marmorkarpfen ist reingeballert, natürlich viel zu schwaches Setup. Der Brocken schwimmt da oben durch die Kurve, schwimmt da hinter den Bäumen einmal wieder rum und bleibt dann da irgendwann an der Steilwand kleben, weil ich ihn einfach die ganze... Das war ein Geraffel, Alter. Katastrophe. Riesengroßer Marmorkarpfen. Nicht bekommen. Irgendwann die Schnur, die Rute hier abgestellt, auf Spannung gehalten. Hat sich ja eh nicht mehr bewegt. Nach Stunden des Drillens. Aber der kam einfach nicht mehr da hinten um die Kurve herum. Das heißt also, wenn die Brocken abhauen, zusehen, dass die nicht da hinten in die Kurve abhauen. Das ist das Schlimmste. Das ist echt das Schlimmste. Dann lieber vielleicht noch mehr in die Richtung. Wobei ist auch schlecht. Also eine ziemlich gefährliche Ecke hier mit zu feinem Setup besser nicht hinstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich hier mit so einer HSV oder sowas hinstellen würde. Ich glaube eher nicht. Oder vielleicht maximal mit so einem Einserhaken oder sowas. Aber dann ist das auch vom Lohnen weit entfernt, ey. So, komm mal ran, du Lümmel. Der erste, der ein bisschen mehr Fett an den Rippen hat. Nicht schlecht. Ich glaube, ich werde gleich, wie gesagt, ein bisschen weiter werfen, als die anderen Routen sind. So, jetzt liegt er schön hier im Wasser. Zack, schön. 11,7. Schöner Wildkarpfen. Kann sich doch gut sehen lassen. Pah, schönes Ding, Alter. Nicht schlecht. Also, und wieder raus damit. Ja, und so 10, 11 Kilo ist halt genau der wichtige Knackpunkt, ne, für die Wildkarpfen. 10, 11 Kilo ist wichtig, denn dann rasselt es auch richtig gut rein von der Kohle. Also, wir machen uns das hier mal so ein bisschen gemütlich hier an der Steilwand. Gleich noch ein Sitzkissen auspacken. So. Zack, lübt der Lachs. Haben wir noch irgendwas zu schnabulieren allen? Bestimmt. Machen wir schön Stößchen. So. Und jetzt chillen wir hier erstmal schön in den Abendstunden rein und warten auf Wildis. Ja, genau so muss das sein. Ich habe die Routen gerade noch mal ein bisschen neu ausgeworfen. Zack, ein bisschen weiter. Also nicht zu weit oben stehen, bisschen weiter runter oder halt oben stehen und dann eher in Richtung 20 Meter. Aber 17 Meter und man muss dann doch schon ein bisschen weiter unten stehen. Ich bin jetzt hier so gerade noch im Grasbereich, bevor es dann hier sandig wird. Nicht, dass man dann auch noch hier das Wasser irgendwie da reinsteigt. Das wollen wir ja nicht. Von daher, also ein bisschen weiter runter ist, glaube ich, nicht verkehrt. Und da geht der nächste los. Perfekt. So muss das sein. So muss das sein. Jetzt mittlerweile wirkt natürlich auch die Futtermische. Wir sind jetzt bei 120 Gramm, kann das sein? Müsste ungefähr sein. Von der Futtermische. Und ich werde jetzt gleich erstmal die Mischen auch runternehmen. Wir haben jetzt 22 Uhr. Es sollte genug Futtermische jetzt für die Abendstunden noch drin sein. Wie gesagt, Haltdauer der Futtermische ja 27 Stunden. 4 Kilo, passt. Also Futtermische erstmal wieder runter. Auch wenn hier viel Strömung ist, müsste das trotz allem noch gerade auch mit dem... mit dem Lehm da drin noch halten. So.
Ist da jetzt keiner mehr? Hat er nachgelassen und ist aufs andere gegangen oder was? Jetzt ist er dran. Bam! Und auch der hat Bock. Sofort mal ein bisschen hoch. Okay, ganz so viel Bock hat er auch nicht. Sehr schön. Doch, da ist er auch wieder. Auf der nächsten. Geil. Genau so muss das sein. Genau so muss das sein. Und dann schön am besten die ganze Nacht durch hier auf die Wildis. Und am Tag dann auf die Marmor. Gucken wir mal, was da noch alles reingeht, ey. So. Komm. Ah, da ist er. Auch wieder mit 11 Kilo. Top. Sehr gut, ey. Hier auch. Futtermische runter. Und dann wieder auf die 17 Meter. Ja, passt gut. Ja, sehr schön. Sehr schön. Also, ich habe es natürlich gehofft. War natürlich für mich jetzt hier volles Risiko. Einfach mal die Futtermische und den Köder ein bisschen anders zu wählen, als das, was der Void in Ashes da so vorgeschlagen hat. Aber wie gesagt, wie wir uns da, wir haben ja ein bisschen drüber gequatscht und auch mit dem ganzen Krill hat eben auch woanders super funktioniert, gerade hier an der 8 Huber. Ich denke, die sind ziemlich scharf auf den Krill und ob das nun, was gibt's, Heilbutt, vielleicht sogar Thunfisch oder Lachs oder so als Kombination ist. Einfach mal gucken, was ihr noch so an Futtermische rumliegen habt. Zack, da geht's wieder. Übrigens auf der 1 hier dann doch wieder nachgelassen, ne? Hoppala. Vielleicht war es dann doch ein bisschen zu kleiner. Eieiei. Ich geh mal ein bisschen runter. Ein bisschen zu kleiner, der dann beim 1-0er-Haken doch keinen Bock hatte. Oh, geil, ey. Scherk. Ja, Mann. Auch nicht schlecht. Cool. Heute Mittag auch schon einen gefangen, einen kleinen auf Tauwurm. Und jetzt der nächste hier auf Boilie. Ja, geile Sache. Ja, das wird ja wild, ey. Gerne mehr auch solche Kandidaten. Tja, und dann war's das. Absolute Ebbe. Das ist ja wirklich der Hammer jetzt. 11 Minuten schon. Scherk rausgezogen. Ende. Ganz, ganz, ganz krass. Void in Ashes hatte hier die Trophy noch gezogen. Wildkarpfen hat den Kescher in ein bisschen mehr als einer Stunde ordentlich gefüllt gehabt. Ich glaube weit über 30 maßige Schuppis, Wildkarpfen. Wild. Also, anders wild. Gucken wir mal, was hier geht. Ich werde hier auf jeden Fall noch länger machen, aber ich glaube, hier noch länger zu warten, wird für euch auch ein bisschen langweilig. Ich teste noch ein bisschen. Sollte hier noch was gehen, hänge ich das hinten dran. Petri Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video. Testet mal den Spot. Da soll auf jeden Fall noch mehr gehen. Und auch die anderen Spots, die ich genannt hatte, haben heute schon richtig gut geliefert. Ab mal wieder an die 8 Huber. Kanal abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.